Vielleicht habt ihr es auch gehört, ein schwedischer Beamter hat sich andauernd angerufen, um nicht arbeiten zu müssen und für Bürger, die ihn eigentlich übers Bürgertelefon erreichen sollten, nicht erreichbar zu sein. Das ist Arbeitszeitbetrug und kann schlimme Folgen haben. Aber wie ist das, wenn ich andauernd Raucherpausen mache? Ist es auch Arbeitszeitbetrug? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Sika Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Genau, das heißt, arbeitsrechtliche Themen und auch Themen zum Thema Arbeitszeit, die liegen bei mir ziemlich häufig auf dem Tisch. Ja, und ganz aktuell haben wir natürlich auch diskutiert hier, dass es wohl einen schwedischen Beamten gab, der sich über Stunden selber angerufen hat, damit er nicht irgendwie gestört wurde durch das Bürgertelefon, was er nämlich eigentlich vom Homeoffice aus bedienen sollte. Insgesamt hat er sich so lange angerufen, dass man wohl auf fast 8 Arbeitstage kam und klar, jetzt drohen ihm natürlich arbeitsrechtliche Konsequenzen. Ich glaube, der Fall, der ist uns allen ziemlich klar. Doch wie sieht es aus, wenn man andauernd Raucherpausen macht oder vielleicht ja, zulässige Raucherpausen überschreitet, also immer ein bisschen später aus der Raucherpause kommt? Ja, alle Raucher, bei denen jetzt schon der Rauch langsam aufsteigt vor Ärger, ich kann euch beruhigen. Also, der Grundsatz ist erstmal sowieso, man muss sich das Ganze mit Augenmaß angucken. Ne? Also 8 Tage quasi den Hörer daneben legen, um nicht arbeiten zu müssen und dann auch noch zu sagen, ich bin wenig motiviert wie der schwedische Beamte, ist natürlich was anderes, als ab und zu eine Raucherpause zu machen. Das sieht natürlich auch jedes Arbeitsgericht. Das ist sowieso erstmal der Grundsatz. Naja, und zweitens liegt es beim Arbeitszeitbetrug natürlich auch wirklich am Betrug, also an einer vorsätzlichen Täuschung. Das ist eben jetzt nicht der Fall, wenn man einfach mal ein bisschen schusselig ist und ein bisschen zu spät kommt, sondern wenn man zum Beispiel ja, sich falsch ausstempelt, ne? Also wirklich den Arbeitgeber bewusst darüber täuscht, dass man gerade arbeitet und eben falsch stempelt. Das wäre dann wirklich ein Betrug und da würde man auch tatsächlich sagen, das kann auch bei Raucherpausen der Fall sein. Also sprich, wenn du eigentlich dich ausstempeln musst, wenn du zur Raucherpause gehst, das aber regelmäßig nicht machst und das in einer Vielzahl von Fällen dann womöglich, ja, dann kommt man natürlich irgendwann auch bei einer ordentlichen Stundenzahl, die eigentlich deinem Arbeitgeber fehlt, dann kann das tatsächlich auch ein Arbeitszeitbetrug sein. Aber es muss eben wirklich so sein, dass dir klar ist, ich arbeite jetzt nicht, ich täusche meinen Arbeitgeber, indem ich eben gerade nicht ausstempel, ich verstoße dabei auch gegen die arbeitsvertragliche Pflicht und wecke ein anderes Bild als das, ja, wie es wirklich eigentlich ist. Und das Ganze eben wirklich bewusst und vorsätzlich. Das setzt Arbeitszeitbetrug voraus. Also Schusseligkeit, zu spät kommen, andauernd Pause machen, das kann zu einer Abmahnung führen, aber Arbeitszeitbetrug sehe ich da noch nicht. In diesem Sinne, liebe Raucher, wir können den Rauch in diesem Sinne zumindest ein bisschen wieder runterfahren. Probleme kann es vielleicht trotzdem manchmal geben, aber Arbeitszeitbetrug, da würde ich sagen, muss noch einiges dazukommen. Also ihr könnt euch entspannen und weiter unsere Videos hier ansehen. In diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Filmchen.